bin nie gerne in die Schule gegangen, das muss ich sagen. Und lerne erst, seitdem ich im Berufsleben bin, gern und viel. Was kann ich? Was kann ich nicht? Und wo muss ich mir Hilfe suchen? Mich als Mensch zu entwickeln, das hört einfach nie auf. Nicht stehen zu bleiben. Geistig wie auch menschlich. Selber sein, selber sich bewegen, selber sich einbringen. Also ich habe mit knapp 20 angefangen, in dem Beruf zu arbeiten und bin mittlerweile 27. Das heißt, der größte Faktor der Veränderung bin ich selbst. Mein Charakter, meine Lebenseinstellung. Jetzt kommen natürlich auch wieder neue Schüler und die müssen dann von mir lernen. Und das war erstmal schwierig, das für mich zu lernen, dass ich jetzt der Lehrer bin. Der Wissenstransfer zwischen Alt und Jung geht nur, wenn man gut miteinander redet. Das ist nicht ein Nachmittag Schulung und dann war's das, sondern das sind immer wiederkehrende Schulungen. Also, dass man auch Besprechungen nutzt, dass man ja auch den Arbeitsalltag nutzt, um Tricks und Kniffe an jüngere Generationen weiterzugeben. Dass man einfach mal den Hörer in der Hand nimmt und die Kollegin aus demselben Unternehmensbereich anruft und sagt, Mensch, ich habe da dieses Problem, wie würdest du damit umgehen? Guten Kontakt zu allen Playern zu haben, sowohl zu dem niedergelassenen Arzt um die Ecke, als auch zur Therapeutin in der Stadt, zum Landrat, zum Bürgermeister, zur Politik, um ein Gespür dafür zu bekommen, wo ist Veränderungsbereitschaft, wo gibt es Möglichkeiten, die man nutzen kann, um diese Projekte umzusetzen. Weil mich das anspornt, Neues zu hören, über den Tellerrand zu schauen und dort aber auch dieses Netzwerken, dieser Austausch, das ist ganz wichtig.